So, zieh weg! So, komm, zieh in die Ecke damit. So, Leute, wir sind heute mal wieder unterwegs in einer Modded-Runde Among Us. Und ihr seht schon, wir haben eine wirklich spezielle Mod. Und zwar können wir heute mal Leichen einfach durch die Gegend ziehen. Das wird ultra verrückt. Zieht jetzt mal eure Mauszeiger zum Like-Button. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und natürlich Glocke aktivieren. Denn, Leute, diese Mod wurde natürlich wieder extra für dieses Video programmiert. Es ist eine spezielle Mod. Und ja, dementsprechend würde ich mich über ganz viel Liebe unter diesem Video freuen. Schreibt einfach mal Hashtag Mod in die Kommentare, wenn ihr weitere Mod-Videos sehen möchtet. Und ich werde euch mal jetzt sofort das Prinzip zeigen. Ich kann sogar Leichen durch, oh, hier ist Laurin, sehe ich gerade. Ich kann sogar... soll ich Laurin wegziehen? Nein! Ah! Oh Gott, warte mal. Ihr seht, die Leiche wird einfach mitgezogen von einem zum anderen Bett. Oh mein Gott, das ist ja voll die Assi-Taktik, fällt mir gerade auf. Das ist voll die Assi-Taktik. Oh mein Gott, was? Die Leiche lag in Admin. Admin? Ich kann kurz sagen, die andere Leiche lag gerade in Medbay. Ich wollte gerade einen Report-Knopf drücken. Hä, Medbay wurde ja aber hingedragt dann wahrscheinlich. Ah, Friedens. Nein, kein Plan, Digga. Michi, du warst hinter mir und ich bin gerade im Medbay gewesen und dann sind wir runtergelaufen zur Kamera und da im Medbay war noch keine Leiche, meine Jungs. Sicher oder lügt jetzt einer von euch? Oder? Also jemand kann sehen, dass ich aus Electrical unten rausgelaufen bin vor allem auch. Hä, also schwätzt jetzt entweder Friedrich oder Markus oder was? Oder? Hä, aber kann man nicht von Electrical nach Medbay wenden und wieder zurück? Ja. Stimmt. Der Imposter kann doch einfach die Leiche mitnehmen. Das heißt, es kann theoretisch beide stimmen. Oder es trollt einer rein. Das kann auch sein. Lass mich nicht lügen. 7 Sekunden vor dem Report war da noch keine Leiche. Das heißt, der Letzte, der Electrical reingegangen ist, der müsste es eigentlich sein. Der hat dann wahrscheinlich das Licht ausgemacht und ist dann runtergewendet oder sowas auch. Ich habe leider keine Infos. Ich habe auch niemanden gesehen, weil ich nämlich die Runde, also den, praktisch die ganze Runde AFK in Cafeteria stand. Weil ich noch ein paar Hotkeys einstellen musste. Also ich war jetzt am Ende in Cafeteria oben rechts und habe die Aufgabe gemacht. Wen habe ich gerade unten bei Shields getroffen? Mich eventuell. Kann vielleicht gut kommen, ja. Komm, skippen wir oder machen wir? Noch 18 Sekunden noch. Ja, also ich will das noch skippen. Es sind nur noch 2 Leute tot und da ist ja nichts Schlimmes. Das ist ein bisschen. Haben wir irgendeinen Sass oder? Ja, also Sass jetzt nicht, aber ich fand es halt nur komisch, dass beide was anderes gesagt haben. Aber man kann ja, wie gesagt, wenden und die Leiche mitnehmen. Deswegen ist es ja eigentlich... Ach, kein Plan. Gut. So, Leute, okay, es war jetzt ein bisschen durcheinander, aber ihr habt gesehen, ich habe die Leiche einfach durch den Vent mitgenommen. Ultra verrückt. Und ich werde gleich auch noch eine Runde machen, wo ich 0 Sekunden Cooldown habe und die Leichen einfach alle zu einem Stapel hinbringen werde. Ich glaube, das wird der Wahnsinn, Leute. Ich glaube wirklich, das könnte echt der Wahnsinn werden. Michi, Michi. Oh. Ich wollte Michi einfach wegziehen. So, ich wollte mich hier einfach wegziehen. Bimo ist hier vorne, sehe ich gerade. Und ich mache natürlich die eine Aufgabe. Alter, okay, dann mache ich die nächste Aufgabe. So, und wir machen mal kurz hier die Tür zu. So, Jungs. So, zieh weg. So, komm, zieh in die Ecke damit. In die Ecke damit, genau. Genau, weg da. Oh, ich zieh sie auch. Hä? Ah, jetzt ab damit in die Ecke. In die Ecke. Und jetzt wieder weg hier. Was ist das denn, Alter? Oh mein Gott. Okay, Kerbo ist hier. Alles gut. Alles gut. Komm, komm, komm. Oh nein. Oh nein, 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 nein. Weg. Hä? Der ist durchgewehrt. Der ist da durch. Nein. Oh Gott, der ist da durch. So, ich muss ihn aufhalten. Ich glaube, der ist schon durchgekommen. Kann das sein? Oh nein, was mache ich jetzt? Oh nein, ich kann keinen reporten, das ist gerade das Problem. Ich kann es nicht tun. Mal so eine kleine Frage, erstens nicht nur, warum 2 tot sind, sondern die Frage geht persönlich an Sir Pat von uns zu. Ja. Was denn? Wie können Sie innerhalb von einer Sekunde, also von der Zeit, wo die Türen geschlossen sind, einmal komplett von Security nach unten, der untere Engine. Warum bist du so nervös, Alter? Als hätte ich irgendwas... Hä? Hör zu, weil das kommt jetzt. Du warst gerade mit Alex, also ich bin vorgelaufen, und dann war vor Alex und dir ist die Tür zugegangen. Okay. So, dann habe ich gedacht, okay, es passiert irgendwas, wartest du und guckst nach. Ja. Dann auf einmal war da kein Pad mehr da.
Auf einmal gehe ich nach oben, Pat kommt aus in Richtung Medbay raus. Wie kommst du in der Zeit von unten nach oben durch Kapitüre nach Medbay dahin? Hä? Ey, Digga. Seid ihr alle blind oder sowas? Ich hab den Moment auf den Zug gehen sehen. Digga, ich wollte gerade sagen, Alter, hä? Direkt vor uns gewendet. Also, kann ich mal, Moment mal. Wer ist jetzt gewendet? Angeblich. Gewendet, um den Ball mal zurückzuwerfen. Ich war mit Pat in Security und in den Camps und dann kam Pharos aus dem Vent. Hä? Also, ich meine, das zumindest gesehen zu haben, weil die Türen waren zu und auf einmal war Pharos mit uns im Raum. Also es war eigentlich ja eher so, ich habe nicht gesehen, wer das war. Jetzt wollte ich mal fragen, ob Pat das gleiche gesehen hat wie ich, weil bei geschlossenen Türen auf einmal in andere Räume kommen. Also ich war ja vor euch, nein, aber die Tür ist ja vor euch zu. Jungs, hört mal kurz zu, man sieht ja in Among Us, wenn jemand vantet, selbst wenn man nicht im Raum ist, also wenn der Raum komplett dunkel ist und dann kam eine Person aus dem Vent raus, weil der öffnet sich, ne, wie gesagt, wenn man nicht im Raum ist und also man sieht es trotzdem und ich wusste nicht wer. Und dann habe ich erst gesehen, dass es Pharos ist. Aber ich war mir unsicher, weil Alex, Pat, ich wollte mich jetzt nicht. Poster, ich sag, Pat und Alex sind sus schon jetzt. Mega, was? Sind super, die so ein Hände. Aber Pat ist doch vor dir gewendet. Was? Security. Vor dir gewendet? Digga, nein, das stimmt wirklich nicht. Vertraut dem echt nicht. Also welche Menschen brauchen nicht. Digga, das ist wirklich. Alter, fataler Fehler. Nee, das war, ich dachte, Pharos hat mich schon davor gesehen, wie ärgerlich, aber es war zu nice, dass wir einfach die Leichen in die gleiche Ecke gebracht haben. Okay, komm mal, ich glaube, der Alex ist der Nächste, der rausfliegt. Ich kann es mir am besten will nicht anders vorstellen. Ich glaube, Alex wird echt der Nächste sein, der rausfliegt. Was war das denn, bitteschön? Oh yeah, Alex hat ihn geholt, komm, zieh weg die Leiche, zieh weg, zieh. Okay, und wohin ist er gegangen? Admin? Oh, er legt die Leiche einfach hier. Nein, ist er los? Was? Alex, es ist erst gerade vor mir aus dem Vent gesprungen. Was? Ich hab's auch gesehen in den Camps gesehen, wie auf einmal kurz Fred Leiche über den Vent rauskam. Jetzt mich voten, macht dann aber ein Meeting und votet Kerbo, sonst haben wir ihn verloren. Boah, das ist echt schwierig, ey. Nee, Alex ist halt immer der Erklärbär. Immer hör nicht auf den, Alex, der macht nur psychische Kacke. Vor mir rausgehüpft. Ja, der macht immer so psychische Kacke, das ist ja die Sache. Das, wenn die Leute, die studieren, machen sowas. Ja, ich mach das nicht. Oh nein! Oh, feini. Ja, dieser Move, als wir einfach die ganzen Leichen im Medbay gestapelt haben, das war zu nice. So Leute, wir sind jetzt in der zweiten Runde und jetzt werden wir mit einer einzigen Sekunde Cooldown alle Leichen in einem Raum stapeln. Es wird einfach der absolute Hammer. So, du bist der allererste Kollege, dich packen wir dann hier in die Ecke rein. So, wer will jetzt hier der Nächste sein, hä? Wer will hier der Nächste sein? Ich bin hier, ich bin nur Türsteher. Oh Gott, ich muss mich hier einfach in die Ecke vercampen. Ich vercampe mich jetzt hier wirklich einfach nur in die Ecke und warte jetzt, bis irgendeiner kommt. Hier, Medbay ist quasi mein Gebiet. Hier bin ich. Hier ist quasi mein Gebiet so. Ich hoffe nur, dass der Laurin das checkt. Ne? Ich weiß halt nicht, ob Laurin das checkt. Keine Ahnung. Oh Gott. So, Friedrich, du bist der Nächste. Friedrich wird dann als nächste Person hier in meinen Leichenraum mitgezogen. Alter, dann haben wir einfach hier so viele Leichen. So, Friedrich, kommt er mit? Nein, Mann! War gerade in Communication, hab dann meinen Download gemacht, bin dann hoch zur Navigation. In Navigation lag Hunter. Hunter ist einfach zu, schon wieder der erste Kill gewesen. Also, ich war jetzt am Ende Upper Engine mit Friedrich. Entschuldigung, der Hunter war in Navigation? Es kann auch sein, dass sie noch ein bisschen länger da liegt. Keine Ahnung. Wenn wir mal indizieren, dass Laurin Hunter nicht gekillt hat, also wenn wir mal indizieren, es war kein Self-Report, dann waren gerade zwei Leute Medbay. Wer war das? Okay, das heißt, ich gehe mal davon aus, weil sich jetzt niemand melden möchte, dass eine der beiden Personen Bimo ist, was ich vermutet habe. Deshalb, wer von euch war noch mit jemand anderem zusammen über einen, also länger als 10-15 Sekunden? Ich war mit Friedrich so 10 Sekunden, würde ich sagen. Also ich habe Hunter kurz gesehen, aber also in Admin und dann nicht mehr. Ich war Lower Engine alleine. Jo, davor war er in Electrical, das kann ich noch sagen. Also ich war jetzt kurz vor Reporter, habe ich Alex noch gesehen und Mepos. Ja, und Fathers habe ich auch gesehen. Joyce war für eine kurze Zeit zu. Das heißt, der Imposter hätte Zeit, die Leiche wegzuschleppen. Patrick, sag mal, mit wem warst du denn? Du bist ziemlich still. Ich habe doch gesagt, mit Friedrich schon. Aber er kam halt aus der Richtung Medbay, ich weiß es ja, nicht. Ja, gut. Aber was kann ich denn dafür? Hey, jetzt mal ernsthaft, was kann ich denn dafür? Also, Pat ist auf. Pat und Friedrich sind dann für den Match. Ja, dann sasst mich ruhig, aber es gibt noch die Runde. So, okay, wir haben jetzt vor auf jeden Fall einen
Leichenstapel zu machen. Ich versuche jetzt wirklich alle möglichen Leute in Electrical reinzuholen. Hier haben wir nämlich auch keine Kamera, was ganz gut ist. Und wie gesagt, ich habe ja nur eine einzige Sekunde Cooldown. Deswegen würde ich mal sagen, ich hole mir jetzt den allerersten hier rein. So, Kollege. Was war das denn, Alter? Was zur Hölle war das denn? Okay, nice. So, okay, komm, ich fix mal ganz schnell die Lights. Mann, ich würde so gerne meinen Leichenstapel erweitern. So, erste, zwei. Ey, nein! Nein! Lol. Ich wollte meinen Leichenstapel erweitern. Hat das Ding dem Spiel nicht so gefallen? Ich wollte einfach einen Leichenstapel machen in dieser Runde, aber das Spiel wollte das irgendwie nicht so ganz. Schade. Wenn ihr einen zweiten Teil haben wollt, wo ich wirklich einen Leichenstapel mache, dann lasst ein Like da, abonnieren, nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal und ciao.